Heute wollte ich euch zeigen, wie man dieses schöne Herz für Muttertag malen kann. Wir benötigen dafür ein DIN A4 Blatt Papier, das wir in der Mitte knicken, und dann noch ein DIN A5 Blatt Papier, also die Hälfte von DIN A4. Das wird auch in der Mitte gefaltet. Nun malen wir uns ein halbes Herz darauf vor. Die geknickte Seite ist auf der linken Seite. So malen wir uns das Herz ungefähr vor, vielleicht etwas größer als wir es wollen, und schneiden es aus. Dann klappen wir es auf, um zu schauen, ob uns die Form gefällt. Wenn nicht, kann man es wieder zumachen und so lange drumherum schneiden, bis uns das Herz aufgeklappt gefällt. Nun müssen wir die Umrisse des Herzens mit Bleistift ganz dick malen. Ringsherum etwa 1 Zentimeter breit. Richtig schön dick mit dem Bleistift. Ich habe hier ein anderes Herz schon einmal vorbereitet. Nun nehmen wir das DIN A4 Blatt Papier, das wir in der Mitte gefaltet haben, und auch hier ist die Knickstelle auf der linken Seite. Das Herz legen wir nun drauf auf das Papier und halten es gut fest. Nun brauchen wir etwas feuchte Finger. Man kann es ein wenig anlecken, aber nicht zu nass machen. Und dann gehen wir entlang der Ränder und immer schön mit der anderen Hand festhalten und den Finger nicht zu nass machen. Wenn wir verrutschen sollten, kann man versuchen, das wieder so hinzuschieben, wie es war. Immer schön an dem Rand entlang. Bis wir ganz ringsherum sind. Und damit ist das Herz fertig. Man kann es jetzt beschriften in der Mitte für Mama oder was einem sonst so einfällt und natürlich innen auch noch beschreiben. Man kann es auch ausmalen und so entsteht eine schöne Muttertagskarte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.